Der Architekt Richard Neutra gehört zu den bekanntesten Vertretern der kalifornischen Moderne und hat Ikonen wie die Kaufmann-Villa in Palm Springs gebaut. In Europa realisierte Neutra dagegen nur wenige Gebäude. Einige der schönsten Beispiele seiner lichten, offenen und mit dem Außenraum verzahnten Wohnhäuser finden sich in der Siedlung Walldorf, einem ehemaligen Waldgebiet vor den Toren der Main-Metropole Frankfurt. Insgesamt 42 Häuser wurden hier zwischen 1962 und 1964 gebaut. Das einzigartige architektonische Ensemble feiert aktuell sein 50-jähriges Bestehen. Eine der Perlen der Siedlung, mittlerweile als Einzelkulturdenkmal geschützt, wurde mit großem Aufwand originalgetreu renoviert. Der Flachdach-Bungalow Typ P bietet ebenerdig knapp 100 Quadratmeter Wohnfläche, ein zum Garten hin verglastes Wohnzimmer mit Essbereich, eine kleine Küche, Bad, Schlafzimmer mit Zugang zum Garten und ein Gästezimmer. Das Haus ist teilweise unterkellert und hat eine Garage. Der parkähnliche Garten mit altem Baumbestand ist rund 800 Quadratmeter groß. Man läuft hier durch diese Siedlung vor den Toren von Frankfurt, wusste eigentlich gar nicht, hier sind Neutra-Häuser. Und man entdeckt dann einfach irgendwie dieses Haus. Zwar war das irgendwie mit Brettern verschlagen, aber wenn man näher betrachtete, es hatte alle diese Details, die man für Neutra kennt in Kalifornien, diese auskragenden Dächer. Dann vor allen Dingen, dass es nicht einzelne Fenster gibt, sondern diese Fensterbänder. Und das war faszinierend. Diese Art von Architektur, diese kalifornische Architektur hier in Frankfurt zu haben. Das Besondere an dieser Siedlung ist, dass es sehr große Grundstücke gibt und die Grundstücke auch teilweise noch fast den Anschein haben, dass sie ineinander übergehen. Man wohnt draußen, man wohnt in dieser Parklandschaft und wenn man dann auch weiß, dass Neutra in Kalifornien meistens gearbeitet hat, wo die Sonne wirklich oder wo das Wetter immer nur toll ist, hatte man einfach diesen Traum, auch hier vielleicht so wohnen zu können. Wir haben das Haus renoviert und auch alle Elemente, die man im Außenraum hier sieht. Wie zum Beispiel der Reflecting Pool. Aber auch bei der Renovierung des Hauses und der Außenanlagen haben wir uns immer sehr, sehr, sehr nah an den Beispielen, die Neutra bei anderen Häusern realisiert hat, orientiert. Insgesamt hatten wir das Glück, dass die Familie oder das Ehepaar, das dieses Haus bewohnte hier vorher, als Erstbesitzer bis zum Ende hier gewohnt hat und fast nichts zerstört haben. Das andere Glück war, dass fast alles andere an wichtigen Elementen noch da war und original war, wie zum Beispiel die schönen, schmalen Fensterprofile, die raumhohe Verglasung war sowieso schon zweischeibig. Das heißt, damals in den 60er Jahren gab es diese Neuerung Thermopenverglasung, was heute natürlich jedes Haus hat, diese Isolierverglasung. War der Vorteil, dass wir dort wirklich nur die Glasscheibe neu einbauen mussten und fertig. Ein anderes ganz, ganz wichtiges Element ist die Holzdecke. Bei der Instandsetzung und Renovierung wurde auch die komplette Haustechnik erneuert. Das heißt, wir haben das ganze Rohrleitungssystem neu gemacht und natürlich da auch die Bäder. Wir haben uns dann entschieden für recht unprätentiöse Materialien. Es gibt in den Bädern Mosaikfliesen, die aber matt sind, aus dem Feinsteinzeug.
Ansonsten auch das, was man heute so macht, dass man gar nicht mehr alles fließt, mit viel Spiegeln arbeitet, weil die Räume doch recht klein sind. Und auch bei der Küche haben wir uns für eine Küche entschieden. Ein Hersteller, den es schon auch damals gab und der auch damals so diese horizontalen Linien so entwickelt hat. Heute erstrahlt der Bungalow in neuem Glanz und beweist, dass die Bauprinzipien der Moderne auch nach 5 Jahrzehnten nichts von ihrer Attraktivität eingebüßt haben. In Walldorf hat Richard Neutrer Wohnraum geschaffen, der es den Menschen erlaubt, im Einklang mit der Natur zu leben. Wohnen wie in Kalifornien, mitten in Hessen.